Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß nicht, ob man meine gute Laune gerade so ein bisschen anmerkt, aber ich war eben gerade unten mit meiner Gastmutter und eigentlich mit meiner ganzen Gastfamilie. Wir haben World of Dance geguckt. Meine Gastschwester ist hier nach oben gegangen. Hat meine Lidschattenpalette nicht nur benutzt, sondern sie über meinen ganzen Fußboden verteilt. Also die sieht jetzt so aus. Und meinen Fußboden kann ich gleich zeigen. Happy Spring Break! Ich weiß gar nicht, was ich diese Woche alles so mache. Keine Ahnung. Gestern sind wir rumgefahren. Wir waren bei Chuck E. Cheese. Das ist so ein Spielhallen-Dings für Kinder, weil meine Gastschwester auf so einem Geburtstag eingeladen war. Und dann danach waren wir noch in Idaho und haben so einen fetten Fernseher abgeholt, weil meine Gastgeschwister jetzt irgendwie so einen Fernseher in ihrem Playroom haben. Ja, und jetzt gehe ich gleich mit meinen Gasteltern, mit meiner Gastfamilie. Ich weiß gar nicht, wo wir hingehen. Irgendwo gehen wir hin. Mein Gastvater hat irgendwas rausgesucht und da gehen wir gleich hin. Und dafür mache ich mich jetzt gerade mal fertig. Und irgendwie ist es so ungewohnt, sich wieder zu schminken, weil ich war letzte Woche in der Schule die ganze Zeit ungeschminkt, weil ich irgendwie so ein Experiment machen wollte. Ich weiß auch nicht. Manchmal geht es irgendwie auch mit mir durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht gehen wir zu Target. Ich glaube, meine Gastfamilie hat irgendwas mit Target gesagt. Gegen Target habe ich ja nie was einzuwenden, ne? Ja, ich mache mir jetzt erstmal zu Ende fertig, obwohl eigentlich, glaube ich, gehe so raus. Ich muss meine Augenbrauen machen. Moin, ich bin hier gerade so mitten in diesem Casino-Ding. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Play-Place für die Kinder. Und ich finde es einfach so lustig, weil irgendwie habe ich das Gefühl, Amerikaner haben eine ganz andere Bereitschaft, für sowas Geld auszugeben als Deutsche. Zumindest meine Eltern und meine Gasteltern, weil meine Gasteltern haben hier gerade in diesem komischen Kindercasino so viel Geld ausgegeben. Und das würden meine Eltern zu Hause einfach nie machen. Ich kann mich halt nicht an ein einziges Mal erinnern, dass ich jemals irgendwie solche Spiele gespielt habe. Sowas hier. Wisst ihr, was ich meine? Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob eure Eltern irgendwie sowas mit euch gemacht haben, als ihr kleiner wart, oder ob ihr sowas immer noch macht, oder keine Ahnung, aber ich habe irgendwie sowas noch nie gemacht. Ich bin irgendwie gerade einfach nur so, ja. Aber wir sind eben gerade die ganze Zeit Go-Kart gefahren, das war echt cool. Hey, ich bin wieder zu Hause und ich bin gerade noch dabei, meinen Seattle-Vlog zu bearbeiten bzw. hochzuladen. Ich bin schon fertig, den zu bearbeiten. Ja, morgen ist Dienstag und morgen früh passe ich erstmal auf meine Gastgeschwister auf morgens. Und dann nachmittags habe ich eben gerade mit einer Freundin geschrieben und dann gehen wir nachher noch Laser Quest fahren. Ich weiß gar nicht, ob ihr sie kennt. Also es ist Keisha und ich kenne sie vom Fußball. Und ich freue mich voll, morgen Laser Quest zu spielen. Habe ich eben gerade fahren gesagt? Ich meine Laser Quest spielen, ja? Oder Laser Tag, keine Ahnung. Dieses Kinderspiele-Irgendwas-Paradies, in dem wir heute waren, war eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Das war eigentlich ganz cool, weil da gab es halt so Go-Kart. Nee, wie heißt denn? Da gab es halt so Karts und dann konnte man halt so Kart fahren. Und das fand ich cool. Aber ich bin irgendwie nicht so, mir ist auch, ich bin irgendwie nicht so diese Mini-Golf-Person. Hallo, Betty. Guten Morgen, ich bin gerade am Babysitten und meine Gastgeschwister hören nur so gar nicht auf mich. Okay, ich habe mich jetzt fertig gemacht, angezogen, auf meine Gastgeschwister aufgepasst und das sogar überlebt. Und ich habe eben gerade auch schon ein Video gefilmt und jetzt ziehe ich mir unten meine Jacke an und meine Schuhe an und dann gehe ich gleich Lasertag spielen. Ja, wird bestimmt ganz cool. Irgendwie, ich habe irgendwie gerade nicht so richtig Bock, aber das kommt bestimmt gleich wieder. Laser Quest sind wir durch. Es war eigentlich echt cool. Und vor allem diese Arena war so groß, weil ich habe das halt vor 2 Jahren oder was? Oder nee, 3 mittlerweile schon fast. Oh Gott, ich werde alt. Okay, nein. Aber damit ist halt schon mal in England gemacht. Also als ich mit Hannah und Laura damals für, ich glaube, 2,5 Wochen oder irgendwie sowas war das, waren wir halt in England auf so einer Sprachreise. Und da haben wir auch schon mal Laser Quest gespielt. Aber es war halt irgendwie schon noch was anderes als das jetzt. Weil diese Arena war einfach so viel größer und es waren halt auch nicht so viele Leute da. Und das war halt irgendwie echt cool. Ja, und ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu diesem anderen Event. Also, was heißt Event? Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal erzählt habe, aber mein Gastbruder hat halt Autismus. Und es ist gerade, also jetzt ist ja halt April. Das heißt, es ist Autism Awareness Month. Ich weiß nicht, ob es überall ist oder nur in Amerika. Aber es ist auf jeden Fall Autism Awareness Month und irgendwie
ich weiß gar nicht, wo die das machen, aber irgendwo machen die, ist es vielleicht da lang? Ich gehe mal hier lang. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich hin muss und die haben mir die Adresse noch nicht geschickt, deswegen laufe ich jetzt gerade so ein bisschen planlos durch die Stadt, weil ich ja gerade eh nichts vorhabe. Und es fängt, glaube ich, sowieso erst in einer halben Stunde an und ich bin so, ach ja, da ist ein Dutch Bros. Ich könnte theoretisch auch einfach zu Dutch Bros gehen und mir Kaffee kaufen. Aber ich hatte eben gerade schon Cola, das heißt, ich bin schon so richtig so abgehypt, deswegen sollte ich wahrscheinlich nicht noch mehr Koffein in mich rein. Irgendwie ist mir mal aufgefallen, mein Körper reagiert so voll stark auf Koffein, weil sonst, ich habe halt nie Koffein getrunken, weil ich habe halt keinen Kaffee getrunken vorher, früher. Und ich habe halt auch nie Cola getrunken oder so, weil in Deutschland trinkt halt auch irgendwie gefühlt kein Schwein jemals irgendwie was Ungesundes, also ich zumindest nicht. Okay, doch schon, aber jetzt halt nicht so wie hier, weil hier gibt es halt irgendwie gefühlt zu allem, wirklich zu allem immer so Soda. Und weil wir jetzt halt eben heute zu diesem Autism Awareness Month, was auch immer, Event, was auch immer gehen, kann ich halt nicht zu Leonies Lagerfeuer, ich sag's ja lieber auf Deutsch, weil irgendwie hat ihre Gastfamilie spontan beschlossen, dass die irgendwie so ein Lagerfeuer machen wollen. Jetzt hat sie irgendwie spontan auch Leute eingeladen, aber ich habe keine Zeit jetzt. Ja, ist ein bisschen traurig, aber ist dann so, ich bin beim nächsten einfach wieder dabei. Also ich bin angekommen. Sogar richtig rechtzeitig. Ich war hier so 10 Minuten zu früh war ich sogar hier. Aber meine Gastfamilie ist halt so nicht da, deswegen warte ich hier draußen. Und mittlerweile sind wir 10 Minuten zu spät. Aber passt schon. Ich hoffe einfach nur, die kommen bald, weil ich fühle mich ein bisschen komisch hier so einfach so neben der Tür zu stehen. Aber ich will halt auch nicht reingehen, weil... Okay, it's like water. Isn't that crazy? Yeah. Happy First Day! Wir sind in so einem Jumping Place. Also so einem Trampolin irgendwas. Ja, würde mich nochmal melden hier. Ich weiß gar nicht, ob man mich verstehen kann. Ich habe eben gerade schon versucht, meine Mutter anzurufen. Ich wollte nur einmal ganz kurz Hallo sagen, aber sie hat nicht abgenommen. Ja, blöd gelaufen. Ja, also wir sind von diesem Trampolin-Park wieder zurück. Und wir waren danach noch kurz bei Goodwill. Und jetzt habe ich mir schon wieder ein Kleid gekauft. Aber ich habe schon überlegt, wenn ich das anziehen könnte. Und vielleicht ziehe ich es zur Punktsitzung an nächstes Jahr, wenn ich fertig bin mit dem Tanz. Obwohl nächstes Jahr sind wieder 2 Punktsitzungen. Deswegen. Oh mein Gott, ich freue mich schon so. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Ich weiß irgendwie noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Und die Schuhe, die ich dazu anhabe, die lasse ich sowieso hier, weil ich habe zu Hause irgendwie welche, die ein bisschen besser aussehen. Aber ich bin trotzdem irgendwie ein bisschen so. Ich weiß irgendwie nicht, was ich von diesem Kleid halten soll. Aber einerseits finde ich es halt gut, aber andererseits mich so, I don't know. Okay, let me show you. Also das ist das Kleid und meine Gastmutter, sie meinte so, ja, zieh das doch zu deinem 18. Geburtstag an. Und ich war so, ja, zu meiner fancy Shine Party, zu meinem 18. Geburtstag. Ja, also ich finde es eigentlich echt ganz cool, muss ich schon sagen. Aber mir fällt schon noch ein, wenn ich das anziehen kann. Guess who's back? Guten Morgen! Ich kann mal versuchen, das hier irgendwie so festzumachen. Meine Güte. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Zimmer sieht immer unordentlich. Ach du meine Güte. Okay. Ich habe das Gefühl, mein Zimmer sieht immer so unordentlich aus, wenn ich filme. Aber es ist halt wirklich nur mein Bett da. Sonst ist es halt eigentlich echt voll aufgeräumt für meine Fenster. Okay, da liegt jetzt ein Kissen. Wahrscheinlich fällt mir mein Handy gleich noch so 5000 Mal. Oh Gott, okay, ich muss hier aus meinem Kopf vor, weil das Licht kommt immer so dumm von hinten. Ach Gott. Und falls ihr da irgendwas hört, sind meine Gastgeschwister. Aber ich muss mich jetzt erstmal fertig machen, weil Wilma und ich gehen heute zum Mall und ich freue mich richtig. Auch gestern, ich habe Wilma und Leonie einfach so lange nicht gesehen. Also so eine Woche lang, das ist schon sehr lange. Okay, ich gebe es auf jetzt. Ich gebe es auf.